Guten Morgen! Nach dem Thema Ernährung gestern, heute das Thema Leistungsdiagnostik, Fitnesscheck. Bereits seit 11 Jahren mache ich diese Tests mit dem Aeromann Professional. Somit kann ich den Kunden wunderbar an die Hand geben, wie sollten sie trainieren. Ich hole sie da ab, wo sie stehen, egal ob Einsteiger oder Profi. Teile ihnen dann die Trainingsbereiche mit, Grundlagentraining, Ausdauertraining. Was müssen wir tun, um das gewünschte Ziel zu erreichen? Welche Herzfrequenz ist zum Beispiel notwendig, um den Fettstoffwechsel zu trainieren? Welche Herzfrequenz wäre wichtig, um die Ausdauer nach vorne zu bringen? Und um Abwechslung ins Training zu bringen, auch welche Belastungsspitzen sollte ich im Training einplanen, um den Kunden einfach zu seinem Ziel führen zu können. Für den Kunden ist es einfach, als Beispiel, wenn ich im Grundlagenbereich bei einer Herzfrequenz von 110 bis 130 trainieren sollte, dann weiß er genau, da sollte ich mich aufhalten, da sollte ich mich nicht großartig aus diesem Bereich rausbewegen. Somit ist es für ihn leicht und verständlich. Das gilt für alle anderen Bereiche dann natürlich auch. Und somit kann ich dem Kunden ein einfaches Tool an die Hand geben. Zum einen, damit er damit trainieren kann. Zum anderen habe ich die Gewissheit, er macht, auch wenn ich vielleicht nicht dabei bin, es richtig. Und somit haben wir für beide eine Win-Win-Situation und können so das gemeinsame Ziel des Kunden verfolgen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder morgen. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.